Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Empire Earth. Und genau, liebe Freunde, wir waren beim letzten Mal hier in der vorletzten Folge tatsächlich angekommen, beziehungsweise in der viertletzten Mission. Und ja, wir waren uns dabei hier aufzubauen und wir wissen jetzt schon ein bisschen mehr, was hier auf uns zukommen wird. der Gegner wird ganz schön viel auffahren an Militärsachen und dagegen müssen wir uns verteidigen. Gut, Freunde. Sobald da ein Atombomber durchkommt mit dem Angriff, haben wir die Mission verloren. Ja, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber es ist halt so. Und ja, dann würde ich sagen, da diese Nahrung hier auch endlich ist. Ja, ihr seht das, ne? Da diese Nahrung hier endlich ist, würde ich vorschlagen, dass wir hier jetzt erstmal ein paar Anti-Flugabwehr-Sachen aufbauen, aber dafür haben wir wieder kein Gold. Ne? Ja, das ist ein bisschen doof, muss ich sagen. Aber in Ordnung. ja, komm. So, und dann hier Holz hacken, Burger. Genau deswegen haben wir nämlich auch die Jäger aufgebaut, weil der Gegner kommt gleich mit einem Atombomber. Genau, und das wird krass. Das sage ich euch, das wird heftig. Weil wenn ein Atombomber durchkommt, haben wir die Mission verloren. Tatsächlich, ja, das ist schon gewöhnungsbedürftig. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass wir es jetzt hinkriegen hier. So, du kannst bitte noch eine weitere Flugabwehr hier hinbauen. So. ja, ihr seht's, ne? wir rüsten gerade voll für Anti-Air auf, also Anti-Flugzeug. Ihr könnt bitte hier unten sammeln. Ist doch viel näher dran. Was macht ihr eigentlich da oben? Ja, ich hab sie dahin geschickt, ne? ja, wir haben sie dahin geschickt, ich weiß. Aber gut, das heißt, hier hinten kam der Gegner auch mit dem Triton-U-Boot an. Und, ja, was soll man dazu sagen? Wir sollten uns vom Wasser fernhalten, aber hier ist halt auch doof. Das aufzu... Ah, wartet mal, da passt das doch hin. Da passt das doch hin, das Gebäude. Was macht ihr denn? So. Genau. Und die Hand Gottes, die Rebellentruppen. Oh, was ist das denn? Was ist das denn? Neurussland? Grigor. Wenn ihr euch erinnert. Neurussland. Grigor der Zweite, der verrückte Roboter. Gut. Ah, da kommen sie. Da kommen sie. Ah, das sind nur die Bürger, okay. Nee, lass mal die Bürger da vorbeikommen. Ist in Ordnung. Ich frage mich nur, warum die hier oben das Holz abhacken. Das finde ich ein bisschen merkwürdig. Aber okay, Freunde. So. Dann haben wir ja gleich die Bürger zusammen. Und ja, wenn wir die Bürger dann zusammen haben, dann können wir tatsächlich... mal an die Einheitenproduktion denken, tatsächlich. Jawohl, Freunde. Die lassen uns auch gerade ein bisschen in Ruhe. Finde ich super. So. Können wir direkt mal ein paar Panzer bauen. Und, ja. Finde ich gut, dass die uns jetzt gerade ein bisschen Zeit geben. Weil beim letzten Mal kamen die irgendwie direkt angekackt, ne? Als ich da... Ach, als war da die... Okay, das ist dreist. das ist dreist, aber gut. Das ist dreist, was der da macht. Der baut sich hier hinten eine Siedlung auf. Aber ich glaube, wenn wir die Siedlung angreifen, dann kommen die angeschissen. Das möchte ich lieber erstmal noch nicht. nein, 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 das möchte ich lieber erstmal noch nicht. Was kosten denn diese Bereitschaftspolizei? Nahrungsmittel Eisen.
Haben die einen Fernangriff oder sind das Nahkämpfer? Was ist das denn? Gedankenkontrolle. Was ist das denn? Was zur... Okay, interessant. Gedankenkontrolle. Der LKW hier. Ach, okay. Wir werden angegriffen. Ja, ja, das Triton-U-Boot. Ist okay. Freunde. Ja, und da können wir uns dann hier weiter schützen vor diesem Atombomber, der dann kommt irgendwann. Und wir können hier tatsächlich jede Menge Wachposten erstmal bauen. Genau, Freunde. Kein Eisen mehr. Das sollte aber nicht weiter schlimm sein. Wir können hier tatsächlich PA-Geschütze aufbauen. Und ja, dann sollte das weiter klappen hier. So, Freunde, wir bauen uns eine Armee auf. Ich glaube nämlich, wenn wir die tatsächlich hier oben kaputt machen, dann haben wir ein Problem. Oh, was ist das denn? Und hier haben Roboter hier. Poseidon-Roboter. Cool, Japan. Cool. Ich glaube, Japan sind unsere einzigen Freunde. Ja, schau mich das an, ey. Ah, gut. Neu-Russland. Das ist so cool, dass wir hier nochmal Grigor den Zweiten haben, ey. Wir können keine Einheiten verbessern. Das ist interessant. So. Bilden Sie kombinierte Streitkräfte aus, die Streitkräfte der ukrainisch-kasachischen Union und der Augengottes aufführen und beseitigen sollen. Ja gut, aber wir brauchen ja auch noch einiges an Ressourcen, ne? Sammeln wir was 3000 Einheiten Eisen, Gold, Nahrung und Holz, um eine Uni zu errichten. Kann ich helfen? Unverzüglich. Boah, das ist schon krass, ja. 3000 von allem. Ja gut, aber ich denke, wir brauchen noch mehr Flugabwehr. Das ist einfach... Da kam der Gegner mit 3 Atombombern an. Ja, beim letzten Mal. Ja, Kommandant. Ja, aber wie es scheint, lassen die uns gerade tatsächlich in Ruhe. Das finde ich gut. Freunde, das finde ich sehr gut. So. Das heißt, wir könnten uns eine Armee aufbauen. Sollen wir mit denen da hingehen? Ich weiß es ja nicht. Sollen wir mit denen da hingehen? Da ist irgendwo dieses Triton-U-Boot hier vorne. Das nervt mich schon, ja. Wartet mal, die Bürgerfrau, die kann aber auch nicht keine Werft oder sowas aufbauen. Nee, funktioniert nicht. Steine brauchen wir nicht, oder? Brauchen wir dafür Steine? Nee, brauchen wir nicht. Ja gut, dann helf einfach weiter beim Holz. Ich denke mal, wir brauchen hier einfach jede Menge Holz. Mal wieder. Ich und mein Holz mal wieder, ja. So, dann. Ich wollte gerade nach dem Satelliten gucken. So, die kreisen hier schön weiter. Das ist sehr gut, Freunde. Und ja, dann freue ich mich, dass ich mal wieder hier eingeschaltet habe bei Empire Earth. Wie es hier weitergeht, hoffe ich tatsächlich. Und wie wir dann die ganzen Rebellentruppen platt machen, hier mit unseren mit unseren Panzerabwehrgeschützen. So. Oh ja, das ist so gut, dass wir Artillerie dabei haben, ey. Die Skywatchers brauchen wir eigentlich auch noch ein paar. Ja, Freunde, wir geben die Ressourcen direkt aus. Ich weiß, dass wir hier zwar ein bisschen was an Ressourcen noch sparen sollen, aber naja, das ist halt so eine Sache mit dem Sparen. Der sammelt hier in Ruhe das Holz weg. Ist aber okay, also. So, Freunde, dann würde ich sagen, bauen wir hier vorne noch eine kleine Siedlung hin. Ja, um dann tatsächlich hier vorne die Ressourcengewinnung noch mal ein bisschen zu beschleunigen. Damit wir auch hier vernünftige Einheiten bauen können. Ne? Beziehungsweise eine vernünftige Masse an Einheiten. Ich meine, das ist ja immer gut. Ja, Masse ist immer gut.
So. Mal gucken, ist sie intelligent und geht dann direkt zum Gold? Ist intelligent und geht direkt zum Gold, das ist gut. Sehr schön. Alles klar, Freunde. Und ja. Dann hoffe ich, dass euch das nach wie vor gefällt hier, das Empire Earth Let's Play. Folge 93 mittlerweile. die Aufnahmesession ist an diesem Sonntagabend. Jawohl. Und da hier ist der General Hu Kuando. Der coole. Und ja. Die lassen uns jetzt gerade echt in Ruhe, ne? Das heißt, wir müssen das hier tatsächlich dann als letztes, ne, wenn es um die Logik geht, kaputt machen. Ja, sieht so aus. Gut, Freunde, dann baut mal bitte noch Skywatcher und Panzer. Ihr baut bitte noch Panzerabwehrgeschütze. So. Dann haben wir noch ein paar Manneken und dann schicke ich die einfach mal über die Karte gleich. Ne, weil es scheint ja so, als ob die Gegner hier nichts machen. Ne? Es scheint echt so, als ob die hier nichts machen. Ja, das Eisen, das kommt noch ein bisschen langsam rein. Aber das passt schon. Das passt schon. So. Passt schon, liebe Freunde. Ich lasse den mal da hinten weiter seines Amtes walten. Aber wartet mal. Man könnte tatsächlich noch dran denken, Spionagesatelliten nochmal zu bauen. So. Einfach um die Karte im Blick zu behalten. Oh, wir haben gleich Bevölkerungslimit. Shit. Sehe ich gerade, Freunde. Wir haben gleich Bevölkerungslimit. Ja gut, dann könnten wir loslegen hier mit denen. Ja, und wir haben Bevölkerungslimit. Genau, Bevölkerungslimit ist voll und der kann bitte genau einmal so erkunden. Oh Gott. Boah, hab ich mich erschrocken. Das ist nur Japan, okay. Gut, Freunde, dann speichern vorher. Unter Asiaten und dann können wir mal gucken, ob wir die hier platt kriegen. Da kam die tatsächlich mit einer Atombombe an, ich glaub's nicht. Gut, Freunde, gucken wir uns mal hier um. Wo ist denn dieser Wille Gottes oder Auge Gottes? Genau, wo ist denn das Auge Gottes? Die haben uns ja letztes Mal platt gemacht, wie ihr gesehen habt. Naja. Gut. Wir sehen hier nichts. Wahrscheinlich. Okay. Ein kombinierter Angriff von Boden- und Lufteinheiten ist zu erwarten. Ja, genau. Jetzt gerade, wo ich hier rausgegangen bin, oder was? Da, der Hu Kuando. Oh, sehr gut. Freunde, sehr, sehr gut. Jetzt kommt er gerade dann an, wenn ich hier... Es ist immer so geil. So, aber das haben wir gut verteidigt gekriegt. Da sind die Atombomber! Da sind die Atombomber! Und kaputt machen! Ah, warum haben... Hä? Ach! Ahahaha, ich verstehe. Ich weiß warum. Weil die Atombomber auf den Hu Kuando fixiert sind, deswegen. Ja, verstehe. Alles klar, Freunde. Kein Problem. Auf den hier sind die fixiert. Okay, dann lass die mal da reinfliegen. Dann fahren wir jetzt einfach hier runter mit denen. Weil das kriegen die ja auch alleine hin. Das kriegen die hier schon... Ah, wartet mal. Den Hu Kuando, der macht ganz schön viel Schaden. Naja. Die Jäger, die können mal ein bisschen weiter nach vorne. Die können mal hier unten herkreisen, bitte. So. So, ja. Okay. Da sind die Panzer. Japan. Los, helf uns. Mach schon. Oder mach die halt platt. Okay. Mach die kaputt. Die Panzer, die haben keine Chance hier. So.
Mach die alle im Arsch. Oh Gott, das ist jetzt aber ein bisschen kacke gelaufen hier. Hier ist nichts zu sehen. Richtig so. Panzerabwehr ist das Beste. Okay, da. Okay. Und raus da. Puh. Okay. Nein. Der Penner hat's abgeschmissen. Boah. Gemeinheit. Gemeinheit. Okay. Verdammt. So. Aber nicht schlimm. Alles gut gegangen. Alles gut gegangen, Freunde. Achso, das war der Satellit. Okay. So, dann können wir uns jetzt mal... Was zur... Was wollen die denn jetzt hier? Och, Leute, nein. Leute, nein. Das ist jetzt aber unfair. Jetzt kommen sie tatsächlich von hier unten an. Ach, Freunde. Seid doch nicht so Spielverderber. Okay, Artillerie einfach einmal da reinfeuern. Genau. Zum richtigen Zeitpunkt hier, ey. Echt. Alles klar. Das heißt, die vier, die kommen dann wieder da hinten hin. Oh Mann. Da kommen noch mehr. Was ist das denn? Cyborgs. Ah, wir haben zum Glück die Panzerabwehr dabei, ey. Die Panzerabwehr ist das Beste. So. Puh. Alles klar, Freunde, dann. Dann wieder aufbauen, tatsächlich. Wir brauchen wieder Bereitschaftspolizei. Was? Warum das denn? So. Gut, dann haben wir uns hier verteidigt, tatsächlich. Dann müssen die wieder hier zum Holz. Gut, dann können die hier unten tatsächlich mal diese Stadt hier wieder befreien. Ja, das ist unser Angriffsanbieter unten. Deswegen, ja. Gladiator-Panzer. Sehr gut, Freunde. Wir haben hier eine Verteidigung. Hier steht der Hu Quando. Und wir brauchen hier wieder mehr Flak gleich. So, aber da oben die Japaner, die müssen wir wahrscheinlich befreien, oder? Wir werden angegriffen. Wartet mal, da gucke ich jetzt einfach mal nach. Sind hier Gegner drin? Dann machen wir jetzt nämlich unseren Rachefeldzug hier. Hier sind keine Gegner drin. Okay. Das heißt dann, wartet mal bitte hier vorne. So, fahrt bitte mal nach da unten. Alles klar. Da kam kein Bürger mehr raus. Verdammt. So, du brauchst aber bitte nochmal diese Flaks nach hier. So. Unbedingt hier, ey, Flaks. Das ist das Wichtigste. Und dieses bisschen an Verteidigung. So. Um Himmels Willen, Freunde. So, dann macht ihr jetzt mal hier... Macht ihr erstmal Stress. So, ach du Scheiße. Ach du Scheiße, die gehen echt viel schnell kaputt jetzt, die... Oh Mann. Meine schönen Flugabwehr... meine schönen Panzerabwehrgeschosse, ey. Boah. Meine Fresse, die Schwarzhemden. Dass die so krass sind, hätte ich jetzt nicht gedacht, Freunde. Boah. Wow, okay. Das nenne ich mal eine Streitmacht. Also die Orangenen, die kriegen wir erstmal nicht platt. Ja, die kriegen wir erstmal nicht kaputt. Gut, das heißt, wir brauchen mehr. Mehr von allem einfach. Oder wartet mal, ne, bauen wir lieber die Paladin-Kanonen hier.
Ja, das Eisen ist wieder weg. Dammig, ey. So. Aber nicht schlimm. So. Ach, wir können ja... Können wir... Nee, wir können keine Cyborgs bauen. Okay, schade. So. Genau. Schieß einfach auf den Panzer da drauf da. Und weg damit. Wunderbar. Blöde Leoparden. Der geht kaputt. Sehr gut. Ums. Diesmal bin ich derjenige, der hier die Artillerie hat. Bisher waren es ja immer die Gegner. So, das heißt, wir können die hier langsam und gemütlich auseinandernehmen. Oh, da oben ist noch ein Panzer da. Da oben ist noch ein Panzer. Was? Boah, die Artillerie, die macht da mehr Schaden. Ums. Jawohl, Freunde. So geht das. So kriegen wir doch die Orangen zumindest erstmal kaputt. Und ja. Dann hoffe ich, dass wir die Blauen gleich auch irgendwann kaputt kriegen. So. Bam. Weg damit. Sehr schön. Sehr gut. Der Turm kann sogar... Haubitze kann sogar auf den Turm schießen. Das ist geil. Na dann. Und weg damit. Sehr schön. Dann können wir ja hier durchwalten. Und Kabel. Genau. Weiterschießen. So. Boah, Japan. Was habt ihr denn alles hier für Sachen, ey? Ihr seid ja richtig... Ihr seid ja richtig Hightech hier. So, Gold und Holz haben wir genug. Das heißt, wir können das hier eigentlich spammen. Ja, so wie beim letzten Mal auch. So, hier. Hier, Bams, weg damit. Haben wir zumindest die Orangen schon mal. Haben wir zumindest die Orangen schon mal platt hier. Und kabam. Wunderbar. So. Perfekt hier. So. Rums. Wunderbar. Nur diese... Dieses Auge Gottes, die nerven halt, ne? Weil die halt diejenigen sind, die auch hier... Oh, 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 was versuchen die denn hier? Bürger kaputt machen. So. Die versuchen sich hier wieder aufzubauen. So. Weg damit. Sehr schön. Oh, Japan, komm, helf mal. Helfen die jetzt? Nee, leider nicht, oder? Helfen die? Na, die machen nichts, ne? Japan macht leider nichts. Schade. Na gut. Nee, wir haben keine Verbündeten. Das ist das halt, ne? Das ist genau das Problem. Aber jo, Freunde. So. Schau ich das an. So, das heißt, die kommen da weiter raus. Und alles andere braucht ja Eisen. Genau. Weiter durchschießen. Alles kaputt machen hier von denen. So, und dann haben wir in dieser Folge ja doch einen Fortschritt geschafft. Ne? Ah, wir müssen auch noch hier unten irgendwie hin. Können wir was anderes außer Jäger bauen? Panzerabwehr. Spektra-Hubschrauber können wir bauen. Ja, ja, aber was ist... Oh. Oh! Wo kommt die denn jetzt her? Um Himmels Willen. Nein! Aua! Ach, verdammt. Wo kommen die denn auf einmal her? Wo kommen die denn auf einmal her, die blöden Schwarzhemden hier? Ja gut, dann Artillerie. Warum habt ihr so eine geringe Sichtweite? Was soll das, ey? Ihr könnt ja gar nichts sehen. So, jetzt hier. Ah, da sind die wieder. Verdammt! Boah, die ziehen ganz schön viel ab hier. Au. Okay.
Na gut, dann nehme ich halt die. Was soll ich das aber da machen? Nehmen wir halt die. Kommt, runter hier. Los. Auch wenn die schnell kaputt gehen, aber die haben wir halt jetzt gespammt. Was soll der Geiz? So, ihr und ihr kommt bitte mit nach da oben. Och nein! Nein, nicht jetzt! Nicht jetzt! Oh nein! Okay, Panzer. Dafür haben wir zumindest auf jeden Fall die richtige Gegenwaffe. Sehr gut. So, sehr gut. Das haben wir gut weggekriegt. Was haben wir hier unten noch? Ja, nicht mehr viel, ne? So, hier kommen gleich irgendwo Atombomber. Ach du Scheiße, okay. Alles klar. Ihr macht das schon. Sehr schön. Perfekt. Wunderbar, Freunde. Gut, das haben wir. Die Artillerie, ne? Die Alter! Nee! Wo kommt die denn her? Was sind denn das für welche? Oh Gott! Boah! Alter Schwede! Komm mal zurück! Oh Gott! Die Bomber hier! Mein Team 1 ist fast weg! Ach du Scheiße. Wir müssen die Kontrolle über diesen lebenswichtigen Seehafen auf jeden Fall wiedererlangen. Es ist der einzige Hafen, der uns für den Bau der Versorgungsschiffe zur Verfügung steht, die wir brauchen, um neue Einheiten und Vorräte zur Insel Tangeshima zu transportieren, damit wir mit dem Wiederaufbau unseres wertvollen Weltraumzentrums beginnen können. Ja, na super. Ihr seid lustig. Ihr seid lustig, Kollegen. Echt. was eine schwere Mission. Gut, aber ist ja nochmal gut gegangen hier mit dem Bomber, ey. Gottes Willen. Oh, Gottes Willen, ey. Okay. Mist. Gut, Freunde, dann müssen wir uns gleich wieder aufbauen. Ich wusste gerade, dass wir erstmal verdauen. Das war jetzt... Wir haben ja fast gar keine Einheiten mehr. Oh, Mann. So. Dann müssen wir auf jeden Fall Panzer aufbauen wieder. Das kostet halt alles Eisen, ne? Was ist denn das Blöde? So. Aber dann haben wir es erstmal. Meine Güte, ey. So. Alles klar, aber dass die von hier ankamen, das war lustig auf jeden Fall. Unterstützen Sie unsere Verbündeten, indem Sie die Hafenstadt Santa Zata zurückerobern, positionieren. Ach toll. Truppen in der Stadt, um sie zu retten. Ja, wir müssen uns ja erstmal wieder aufbauen hier. So. So. Gut, Freunde, aber im Anbetracht dessen, dass die Folge voll ist, würde ich mal einfach mal sagen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, liebe Freunde, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, wenn ihr Bock habt, mal ein bisschen privat zu quatschen oder so, schaut gerne auf meinen Discord-Server. Der Link ist in der Beschreibung. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.